Gnade sei mit euch, liebe Gemeinde. Gott ist Liebe, und als Gott in der Person Jesus Christus auf die Erde kam, war die personifizierte Liebe bei den Menschen. Jesus erwählte sich Jünger, und mit diesen Jüngern verbrachte er etwa 3 Jahre seines Lebens. Die Jünger hörten die Liebe reden, sie sahen die Liebe mit ihren Augen, sie schauten die Liebe an und sie betasteten die Liebe mit ihren Händen. Die Jünger hatten 3 Jahre lang Zeit, von der Liebe selbst, von Jesus Christus zu lernen. Und einer dieser Jünger ist Johannes. Und er wird der Jünger der Liebe genannt, weil er in seinen Schriften, im Johannes-Evangelium sowie in seinen Briefen, sehr viel über dieses Thema schreibt. Und in der Betrachtung des ersten Johannesbriefes, in dem wir uns zurzeit befinden, da sind wir in Kapitel 3. Und Johannes behandelt dieses Thema jetzt in dem dritten Kapitel, das Thema der Liebe. Und das ganze Thema des Johannesbriefes lautet: Was kennzeichnet einen wahren, wiedergeborenen Christen? Woran kann ich erkennen, dass ich wirklich aus Gott geboren bin? Letztes Mal haben wir uns schon das Verhältnis eines wahren, wiedergeborenen Christen oder eines wahren Gotteskindes zur Sünde angesehen. Und wir haben gesehen, ein wahres Gotteskind will nicht mehr in der Sünde leben, es lebt nicht mehr in der Sünde und es kann nicht mehr in der Sünde leben. Das wahre Gotteskind hat mit der Sünde gebrochen und abgeschlossen. Und der Grund dafür ist, weil ein wahres Gotteskind nun aus Gott geboren ist. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Und jetzt fügt Johannes das nächste wichtige Kennzeichen ein. Und dieses wichtige Kennzeichen ist die Liebe zu den Glaubensgeschwistern in Tat und Wahrheit. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den ersten Johannesbrief zu öffnen, in Kapitel 3. Wir werden den Predigttext von Vers 11 bis 18 lesen. 1. Johannes 3, die Verse 11 bis 18. Das Wort Gottes spricht Folgendes. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten leben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ich möchte diesen Bibeltext überschreiben mit dem Titel Hass oder Liebe, was zeichnet mich aus? Hass oder Liebe, was zeichnet mich aus? Und wir werden uns diesen Abschnitt in 2 Punkten ansehen. Heute behandeln wir den ersten Punkt, und der erste Punkt ist: Hass äußert sich in bösen Taten. Wir schauen uns heute nur den Hass an und werden uns anschauen, was bedeutet Hass? Was soll ich also nicht tun? Wie soll ich nicht lieben? Welche Auswirkungen hat Hass? Und wir werden uns das Beispiel an Kain, also dem Bruder von Abel, an Kain werden wir uns das Beispiel dann ansehen. Und um zu verstehen, was Liebe ist, wollen wir uns erstmal anschauen, was Hass ist. Und nächstes Mal werden wir uns dann mit dem zweiten Punkt auseinandersetzen. Der zweite Punkt ist: Liebe äußert sich in guten Taten. Und dann werden wir uns anschauen, was bedeutet Liebe, was soll ich nun tun und welche Auswirkungen hat Liebe, und das wunderbare Beispiel an Christus selbst. Lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Hass äußert sich in bösen Taten. In Vers 11 sehen wir die Kernaussage, dass wir einander lieben sollen. Und von Vers 11 bis 18 erklärt Johannes, was Bruderliebe nicht bedeutet. Also er erklärt, was Hass bedeutet. Und er erklärt auch, was Bruderliebe wirklich bedeutet. Und die Zusammenfassung sehen wir in Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Vers 18 ist
gleichzeitig die Anwendung. Wenn wir heute rausgehen aus dem Gemeindehaus, so lasst uns das anwenden, lieben in Tat und Wahrheit. Wir sollen nicht nur bei schmeichelnden Worten bleiben, sondern wir sollen die Liebe in Tat und Wahrheit zum Ausdruck bringen. Doch der Abschnitt, mit dem wir uns zunächst beschäftigen wollen, sind die Verse 12 bis 15. Hier beschreibt Johannes das Gegenteil von der Liebe. Er beschreibt den Hass und er verdeutlicht diesen Hass am Beispiel Kains. Es heißt in Vers 11 und 12, wir sollen einander lieben, nicht wie Kain. Nicht wie Kain. Kain war jemand, der nicht liebte. Kain war jemand, der hasste. Wir lesen zwar nicht ausdrücklich, dass Kain hasste, aber aus dem Zusammenhang können wir erkennen, dass Kain im Hass lebte. Und genauso wie sich die Liebe in den Taten äußert, so äußert sich auch der Hass in Taten. Wir können hier ein Ursache-Wirkungsprinzip erkennen. Ein Ursache-Wirkungsprinzip. Ich möchte euch an zwei Stellen zeigen, was die Bibel damit meint. Erstmal Johannes 3, Vers 16, eine sehr bekannte Stelle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Ursache ist die Liebe Gottes. Was folgt aus der Liebe Gottes? Die Wirkung ist, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ursache, Gott liebt so sehr die Welt und die Wirkung ist, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder Römer 5, Vers 8, eine ähnliche Stelle, die uns sehr bekannt ist. Gott aber beweist seine Liebe. Die Ursache für die Handlung danach. Er beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Da ist dann die Tat, die Wirkung. Also das Ursache-Wirkungsprinzip sehen wir hier. Liebe äußert sich in guten Taten. Und genauso wie sich die Liebe in guten Taten äußert, so äußert sich auch der Hass in bösen Taten. Am Beispiel Kains sehen wir, dass der Hass eine Wirkung hat. Kurz zu seiner Geschichte. Wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte von Kain und Abel. Dennoch wiederhole ich sie kurz. Kain war der ältere Bruder, Abel war der jüngere Bruder. Kain war ein Ackerbauer, Abel war ein Schafhirte. Kain brachte von den Früchten des Erdbodens dem Herrn ein Opfer und Abel brachte von den Erstlingen seiner Schafe dem Herrn ein Opfer. Und obwohl beide ihre Opfer brachten, sah Gott nur Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Daraufhin wird Kain wütend und er schlägt seinen Bruder Abel. Der Hass bringt böse Taten hervor. In Vers 12 unseres Predigttextes in 1. Johannes lesen wir Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Die Ursache für seine böse Tat war nicht die Liebe. Die Ursache war der Hass. Kain hasste und sein Hass bewirkte eine böse Tat, nämlich einen Mord. Nicht einfach ein Totschlag, sondern ein Mord. Kain lebte im Hass, er war im Bösen, also ein Kind des Teufels und tat dementsprechend böse Werke. Ganz schön heftige Worte, die die Bibel hier über Kain zum Ausdruck bringt. Und wir sehen daraus, dass jemand, der im Hass lebt, böse Werke tut. Oder anders ausgedrückt, wer böse Werke tut, der tut auch die Sünde und lebt im Hass. Der Hass ist Sünde. Und der Hass hat böse Werke, also Sünde, zur Folge. Und warum erschlug nun Kain seinen Bruder auf dem Feld? Das erklärt uns Johannes dann in Vers 12. Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Abel lebte in der Gerechtigkeit. Und in Hebräer 11, Vers 4 wird Abel sogar als ein Glaubensheld beschrieben. Durch Glauben, Hebräer 11, Vers 4, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Durch Glauben. Abel war ein Mann, der aus Gott geboren war. Er lebte im Licht Gottes, er lebte in der Liebe Gottes, er lebte im lebendigen Glauben an seinen Gott. Abel wurde durch seinen Glauben gerecht gesprochen. Und sein Glaube und seine Liebe bewirken dann gute Werke. Und ganz anders als Abel war der Bruder Kain. In 1. Mose 4, Vers 6 und 7, da lesen wir über Kain Folgendes. 1. Mose 4, Vers 6 und 7. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht?
Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Die Aufgabe Kains bestand darin, über die Sünde zu herrschen, doch das Problem Kains bestand darin, dass die Sünde über ihn herrschte. Er lebte unter der Sklaverei der Sünde. Die Sünde war sein Herr und er muss tun, was sein Herr sagt. Er muss tun, was die Sünde sagt. Er war nicht aus Gott geboren, sondern er war aus dem Bösen, aus dem Teufel. Er lebte in der Finsternis und er war ganz anders als Abel. Abel war jemand, der glaubte, und Kain lebte im Unglauben. Abel war jemand, der gerecht gesprochen war. Kain lebte in der Ungerechtigkeit. Und weil beide ganz unterschiedlich voneinander sind, entsteht ein Konflikt. Es entsteht eine Spannung, es entsteht ein Gegensatz, weil Kain ganz anders war, ganz anders dachte und ganz anders handelte als sein Bruder Abel, konnte es nur eine Folge geben, nämlich den Hass und den Mord an Abel. Und Johannes zeigt uns dann in Vers 13 unseres Predigttextes, dass die Spannungen und die Konflikte heutzutage nicht anders sind. Genauso wie es damals Spannungen und Konflikte gab zwischen Kain und Abel, so gibt es sie auch heute noch. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Johannes verdeutlicht hier, dass genau diese Spannung heute immer noch herrscht. Und aus zwei Gründen brauchen wir uns nicht darüber zu verwundern, dass uns die Welt hasst. Zum einen hat uns Christus schon davor gewarnt. Er hat seine Jünger schon darauf hingewiesen, indem er sagte, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und der zweite Grund, warum wir uns nicht verwundern sollen darüber, da sehen wir das Beispiel an Kain und Abel. Kain hasste seinen Bruder. Warum? Weil Abel ganz anders war als er. Und heutzutage ist es nicht anders. Genauso wie Kain seinen Bruder Abel hasst, weil Abel ganz anders war, genauso hasst uns die Welt, weil wir ganz anders sind als die Welt. Wir waren einst wie die Welt, doch Gott hat durch seine große Barmherzigkeit uns herausgezogen aus dieser Welt. Und es gibt ein Kennzeichen, woran man das erkennen kann, ob man wirklich aus dem Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Und dieses Kennzeichen ist die Liebe, wie wir in Vers 14 lesen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Woran wissen wir das? Denn wir lieben die Brüder. Ein wahrer, wiedergeborener Christ lebt nicht im Hass, er lebt in der Bruderliebe. Aber was ist mit denen, die nicht in der Bruderliebe leben? Da heißt es weiter, wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Beachtet die Zeitform, die Johannes hier verwendet. Der bleibt im Tod. Johannes hier erklärt ganz ausdrücklich, dass ein sogenannter Christ, der nicht in der Bruderliebe lebt, im Tod bleibt. Er ist ein Scheinchrist. Er war noch nie aus Gott geboren. Er hatte noch nie bleibendes Leben in sich. Er war noch nie errettet. Jemand, der nicht in der Bruderliebe lebt, ist noch immer im Tod. Er ist noch nicht zum Leben hindurchgedrungen. Und Christus selbst erklärt auch dieses Kennzeichen seinen Jüngern. Johannes 13, Vers 35, ein Vers, den wir alle kennen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran wird man es erkennen? Wenn ihr Liebe untereinander habt. An der Liebe wird man die Jünger Jesu erkennen. Und der Hass ist folglich die Ursache oder das Kennzeichen für den Tod. Der Hass ist das Kennzeichen dafür, dass man nicht aus Gott geboren ist. In Vers 15 erklärt uns dann Johannes weiter, wie die Bibel diejenigen nennt, die ihre Geschwister hassen. Und jetzt wird es wirklich heftig. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und da sehen wir wieder die Parallele zu Kain und zu Abel. Der Kain damals hat gehasst und war ein Mörder. Und der Kain heutzutage, der hasst, ist auch ein Mörder. Bevor Kain damals nämlich seinen Bruder auf dem Feld erschlägt, hat er ihn bereits im Herzen erschlagen. Er hat ihn bereits im Herzen getötet. Erinnert euch daran, der Hebräerbrief schreibt es, dass Abraham
als er seinen Sohn opfern sollte, es wurde ihm als Opfer angerechnet. Warum? Weil er ihn bereits im Herzen geopfert hatte. Und hier ist es genau dasselbe. Kain hat seinen Bruder bereits im Herzen erschlagen. Er war ein Mörder, nicht nur, weil er ihn auf dem Feld erschlagen hat, sondern weil er ihn im Herzen tötete. Und der heutige Kain, der handelt genauso. Jeder, der seine Geschwister hasst, ist wie Kain und ist ein Mörder. Für Johannes ist es in Vers 15 dann auch klar, auf welche Folgen sich ein Mörder gefasst machen muss. Ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Wir wissen alle, was auf einen Mörder zukommt. Ein Mörder erwartet eine lebenslange Freiheitsstrafe. In einigen Ländern wird sogar die Todesstrafe verhängt für einen Mord. Aber Johannes redet nicht von einer physischen Strafe. Johannes redet von der ewigen Strafe. Johannes redet vom ewigen Tod. Johannes redet vom ewigen Getrenntsein. Johannes redet nicht davon, dass man früher sterben wird, dass man weniger Geld hat, dass man krank sein wird. Johannes redet davon, dass die Seele verloren geht. Jemand, der hasst, ist ein Mörder und ihn erwartet das ewige, der ewige Tod. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Warum sollen wir nun nicht mit Worten lieben oder mit der Zunge? Warum reicht das nicht aus? Was ist der Grund dafür, dass uns Johannes warnt, dass unsere Liebe sich in Taten zum Ausdruck bringen soll? Und auch hier sehen wir wieder die Parallele zu Kain. Seht, was Kain in 1. Mose 4, Vers 8 tut. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Kain redete mit seinem Bruder Abel. Kain war dabei, Worte zu benutzen, seine Zunge zu benutzen, um mit Abel zu kommunizieren. Ich weiß nicht, was Kain gesagt hat. Vielleicht hat er seine Liebe zum Ausdruck gebracht, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er schmeichelnde Worte verwendet. Vielleicht wollte er Frieden stiften. Aber im Herzen hat er ihn ja schon getötet. Im Herzen hat er ihn schon getötet. Und dann kommt einfach nur noch, was in seinem Herzen war. Das kommt dann zum Ausdruck. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Als Kain mit seinem Bruder Abel redete, da war Abel in dem Herzen von Kain schon erschlagen. Und die Tat, das war dann nichts weiter als die Folge des Todes im Herzen. Kain liebte nicht in Taten, Kain liebte vielleicht sogar in Worten, aber in Wahrheit hasste er ihn in seinem Herzen. Kains Weg, sein Hass und sein Mord an Abel werden uns sogar im Neuen Testament im Judasbrief nochmal zum Ausdruck gebracht. Im Judasbrief in Vers 11, da heißt es über die Irrlehrer, da werden sie folgendermaßen beschrieben: Wehe ihnen, also wehe den Irrlehrern, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Kains Verhalten wird hier auf eine Ebene gestellt mit dem gottlosen Propheten Bileam. Bileam war ein Betrüger. Bileam war jemand, der danach trachtete, mit Ungerechtigkeit gut entlohnt zu werden. Und wir wissen, was später auf Bileam zukam. Bileam wurde dann durch das Gericht Gottes in einem Krieg durch das Schwert umgebracht. Kains Verhalten wird auch gleichgestellt mit der Widersetzlichkeit Koras. Und die Rotte Koras im 4. Buch Mose, sie empörte sich gegen Gott. Sie widersetzte sich den Anweisungen Gottes und Gott richtete die Rotte Koras, indem sich der Erdboden öffnete und die Rotte Koras verschlang. Das Wesen Kains, sein Hass und sein Mord stehen im gleichen Verhältnis zum Betrug, zur Widersetzlichkeit gegen Gott. Auch der Hass heutzutage ist nichts weiter als Betrug, als Mord und als Widersetzlichkeit. Hier sehen wir, dass das Herz bei Gott eine viel, viel größere Rolle spielt als unsere Taten, als unsere Worte, als das, was wir zu sein scheinen. Das Herz spielt eine viel wichtigere Rolle. Gott schaut auf das Herz. Wir sehen, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an.
Was können wir nun daraus lernen, ihr Lieben? Wie sieht es in unserem Leben aus? Leben wir in der Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern? Oder leben wir im Hass? Sind wir Mörder, wie es Kain damals war? Was bezeugen unsere Taten? Reden sie davon, dass wir hassen? Oder reden sie davon, dass wir lieben? Wenn du heute hier sitzt und dich in Kain wiedererkennst, weil du im Hass lebst, so gibt es dennoch eine gute Botschaft für dich. Christus ist auch für deinen Hass gestorben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Als ich diese Stelle las und diese Stelle studierte, da hat es auch mich überfallen, ihr Lieben. Da habe auch ich mich gefragt, lebe ich in der Liebe oder Hass? Der Hass wird mit dem Mord gleichgesetzt, ihr Lieben. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers unseres Predigttextes. In Vers 18 sehen wir nochmal die Anwendung. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Amen. Lasst uns beten.